Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in 7 Days to Die bei Abonacho. Es ist nicht das erste Mal, das muss ich jetzt mal euch sagen, dass ich das jetzt hier aufnehme. Ganz im Gegenteil, diese Folge und die darauffolgende Folge nehme ich jetzt zum zweiten Mal auf. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, Instant Spawning der Zombies. Instant Spawning der Spider-Zombies, die dann Horden rufen. Zudem kam in der Nacht noch eine normale Horde, wie wir sie von früher kennen. Ja, und also es wurde so viel, ich habe wirklich nichts machen können. Wir sind hier über zwei Folgen hinweg nur und ausschließlich am Zombie-Verkloppen gewesen. Wir haben nichts, aber auch wirklich gar nichts anderes machen können. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ich habe die hier alle eben weggekloppt. Ich habe hier eben alle Zombies weggekloppt und ich habe mich deswegen jetzt eben dazu entschlossen, das Ganze jetzt mal auf Medium zu stellen, also den Zombie-Spawn. Aber wie ihr seht, sie kommen trotzdem. Also selbst auf Spawning, Medium. Ich habe die hier gerade alle weggekloppt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ich kam vom See runter, die Nacht habe ich auf dem See verbracht. In der Nacht sind ohne Ende Zombies um den See herum gespawnt, das hatte ich gesehen. Dann bin ich hier runter, habe die alle weggekloppt und wie ihr seht, sie spawnen auch. Genau. Als hätte ich hier zu viel Pfeile. Und sie spawnen trotzdem noch ohne Ende. Ja, komm her, kriegst auch einen ab. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt dazu kommen. So. Ob wir jetzt dazu kommen, tatsächlich auch einmal durch die Gegend zu laufen. Wobei ich jetzt tatsächlich ein bestimmtes Ziel habe. Das suche ich jetzt auf der Map mal ganz schnell. Weil das werde ich mir nicht nehmen lassen. Das war so wunderschön. Ich habe Ruhe. Keine neuen Zombies. Dann hat sich das Runterstellen auf Medium ja zumindest gelohnt. Okay. Das wäre hier irgendwo, meine ich, gewesen. Wo war das? Ach, ich höre das schon wieder ein. Wartet mal, hier ganz unten. Noch tiefer. 959 zu 2600. Ah, ist dann in diese Richtung. Weil ich wollte eben eigentlich woanders hin und habe mich verirrt und dann habe ich diese Ecke gefunden und die werde ich mir nicht nehmen lassen, weil die ist wirklich wunderschön. Alter Schwede, das ist, da könnt ihr sehen, wie weit ich von den Zombies geflüchtet bin. Ja, und trotz alledem hat nichts gewagt. Ich hatte immer noch ohne Ende Zombies auf der Uhr stehen. Das ist, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber für, was die Funpimps hier uns als Weihnachtsgeschenk gegeben haben, ist absoluter Bullshit. Und, also ihr kennt mich, ich habe keine Angst vor Zombies, ich kämpfe auch gegen viele Zombies, das wisst ihr. Aber was hier abgelaufen ist, in den letzten vier Folgen, die ich hier aufgenommen habe, das war ein Dauerkämpfen gegen Zombies und vor allen Dingen, dass die das jetzt so gemacht haben, dass die Spiders auch am Spawn, ganz normal am Spawn sind, dass die Heatmap wirklich absolut, ja, gar keinen Sinn mehr ergibt. Höchstens noch als Zusatz, Spider-Rufer. Das war dann, danke fürs Kommentar. Das, hat mich dann echt mal gewundert. Und dann habe ich sage und schreibe 6 Woodframes aufgestellt gekriegt, bis die nächsten Zombies kamen. Und das war eine ganz normale Horde. Da war kein Spider mehr da. Das war eine ganz normale Horde gewesen, die da plötzlich aufgetaucht ist. Und die haben mir dann die ganze Nacht über unten am Fels rumgekloppt. Und dann morgens um, wann haben die aufgehört? Ich glaube so gegen 6:30. So gegen 6:30 haben die dann aufgehört, am Fels rumzukloppen. Obwohl ich habe ja da gehockt und das Ganze, obwohl ich tatsächlich angedeckt war. Also ich war nicht einmal von den Zombies gesehen worden.
Also egal, was die Thumbprints da gemacht haben, aber das sollten die schnellstmöglichst ändern, denn es ist zum Spielen sehr schwierig, wenn nicht sogar, also unmöglich, auf Survivalist zumindest. Mit Very High Spawning könnt ihr vergessen. Also ihr könnt das. Ach du Heiliger, habe ich auch nicht mehr. Na komm, haben wir gleich wieder. Aber also das auch schick. Das, was ich hier jetzt habe, dass ich wirklich mal in Ruhe etwas craften kann, das habe ich die letzten 40 Minuten nicht für eine Minute gehabt. Das war dann auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich gehe runter auf eine Spawnrate von normal. Also nicht mal high, weil das Risiko wollte ich nicht eingehen, weil ich ganz ehrlich gesagt keine Lust habe, jetzt hier noch eine halbe Stunde zu sitzen. Beziehungsweise nochmal eine Stunde zu sitzen und weiterhin gegen Zombies zu kämpfen, um dann das Ganze letztendlich nochmal aufnehmen zu können, weil ihr eigentlich gar nichts seht, außer Zombie-Kämpfen. Ja, und das ist ja jetzt nicht der Grund. Okay, nee. Ach, wie machen wir das? Haben wir irgendwas zum Weg? Den können wir uns im Zweifelsfall neu machen. Sollen wir jetzt wurscht sein, weil. Nein, die müssen nach unten. Da haben wir die. Und. Mach so, und wenn das jetzt reicht, hat gereicht, haben wir wieder aufgenommen. So, da haben wir das Schwein, hier haben wir den Knochen, der kann weg. Und dann haben wir doch wieder einen Platz frei. Aber Tatsache, ich kann wirklich hier mal etwas tun, ohne von Zombies gestört zu werden. Das ist mal sehr gut. Ich hatte 8 Hirsche, Hirschfleisch in der Tasche, wie ich eben auf der Flucht gewesen bin. Tatsächlich 8 Hirschfleisch in der Tasche und es hat bis zum Abend nicht gereicht. Ich hatte bis zum Abend hin das komplette Fleisch weg. Komplett aufgefuttert. Also was der auch an Nahrung braucht, allein durch das Laufen und das Kämpfen, ist natürlich klar, man braucht halt viel. Aber das war, ja, wenn man bedenkt, ne, so alle 5 Tage spawnt ein neuer Hirsch. Die haben zwar jetzt die Spawnrate deutlich erhöht, wie man sieht. Hirsch, ich brauche dich gleich, lauf mir nicht weg. Ich will nur eben das Fleisch verbraten und will das futtern. Wobei, ich kann auch erstmal die Dosen futtern, dann sind die nämlich weg. Einmal die Kuckwerte rein, einmal Holz darin und das Fleisch da rein. So, habe ich hier noch eine Dose? Habe ich. Habe ich hier noch eine Dose? Habe ich. Weg. Ja, die haben ja auch die Dropper. Ich habe ja am Anfang gesagt, aber ich freue mich tierisch drüber. Die haben. Jetzt läuft der jetzt weg. Gut. Die haben die auch die Droprate von den Pfeilen erhöht. Ich habe in den letzten Folgen bestimmt 150 Pfeile gesammelt. Ich hatte am Schluss am Abend noch 3 Pfeile. Alles andere ist draufgegangen. Ja. Und also das ist jetzt wirklich, wo man sagen kann, danke. Das ist eines der schlimmsten Weihnachtsgeschenke, die man je bekommen hat. Das ist alles andere als schön. Und von daher, Dankeschön, brauchen wir nicht. Könnt da wieder zurücknehmen, könnt wieder alles ändern. Das war vorher besser. So, damit können wir uns jetzt noch einen Platz frei machen, weil bis wir uns einen Kochtopf machen können, wobei an der anderen Ecke habe ich ein Häuschen gesehen. Vielleicht ist das ja immer noch dort. Und wir gucken mal, dass wir jetzt dann endlich einmal loskommen und hoffen, dass dort nicht so viele Zombies auf uns warten, wie es eben der Fall gewesen ist. Dann bin ich auch schon mal zufrieden. Okay, das ist jetzt unbedingt notwendig. Die auch, die auch. Okay, jetzt laufen wir Richtung Marker und beten. Beten, dass wir euch jetzt, dass ich euch jetzt wirklich ein paar schöne Folgen auch geben kann, die etwas mehr beinhalten als Zombie killen. Das wäre schon mal schön, da würde ich mich drüber freuen. Oh, ich sehe einen Harry. Ich sehe dummerweise auch einen Bob. Und das andere kann ich nicht sagen. Es gibt ja mehrere so dünne Mädels, aber das könnte Sonja sein. Das wäre möglich. Sonja Rottenmeier. Du bleibst hier, Harry. Ich brauche definitiv enorm. Nee, das war gar nicht Sonja, das war Horst. Ich brauche enorm viel. Willst du wohl. Verdammt, du wirst bleiben, mein Lieber.
Du wirst bleiben. Komm her. So. Weil das ist absolut notwendig. Absolut notwendig. So. Knochen weg damit. Campfire her damit. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert, ne? Wir machen jetzt hier an jeder Ecke ein Campfire, aber glaubt mir, nach dem, was ich hier eben erlebt habe, es ist echt notwendig. Es ist wirklich notwendig. Ich würde es auch gerne nicht machen, aber ich muss es leider tun. Schön ist, dass wir jetzt tatsächlich erstmal zombiefrei sind. Sprach's und hörte den ersten oder den nächsten Zombie, sagen wir es mal so. Dass ich die jetzt hier direkt verarbeite, das hat auch nur den einfachen Grund, um mich ein bisschen zu schützen, dass ich nicht ganz so viel stinke. Und dann in der Hoffnung lebe, dass ich länger zombiefrei bleibe, einfach nur. Dann werden wir uns definitiv eine ganze Menge Holz besorgen müssen. Das können wir eigentlich hier direkt mal schon mal was von mitnehmen. Und, oh, Nest, Nest. Ganz wichtig, ein Nest. Ach Gott, ich habe eben davon gesprochen, dass die Funpimps es geschafft haben, mir dieses Spiel momentan komplett zu vermiesen. Und jetzt, okay, kann ich sagen, ist es nicht der Fall. Definitiv nicht, aber wir wollen auch mal gucken. Also wenn das jetzt hier zu wenig Zombies sind, weil wir wollen es auch ein bisschen schwierig haben, das werden wir dann gleich feststellen. Dann stellen wir den Spawning auf High. Dankeschön. Auf Very High werde ich ihn momentan definitiv nicht stellen. So lange, bis irgendwie ein neuer Patch rausgekommen ist, dann kann man das nochmal ausprobieren. Aber Very High, glaubt es mir, probiert es aus. Es ist nicht spielbar. Ja, und erst recht nicht Let's Playbar. Also ich kann für euch keine vernünftigen Folgen machen. Und nicht spielbar in dem Sinne, weil ich mir, ihr wisst ja, ich habe das Craften habe ich auf Fast stehen. Und in der Zeit, wo ich ein Campfire gecraftet habe, sind locker 20 Zombies um mich herum gespawnt. So, das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Dann habe ich das Campfire gesetzt, hab die Zombies da weggekloppt, hab das Fleisch da reingetan und durfte direkt mich umdrehen, die nächsten Zombies wegkloppen. Hab die dann weggekloppt, hab dann auch endlich mal das Holz mit reinlegen können und hab mich umgedreht, hab die nächsten Zombies weggekloppt und so ging das weiter. Na, also du hast wirklich keine Minute irgendwie Zeit gehabt, irgendwie was tun zu können. Deswegen hatte ich mich dann eben auch hier komplett verlaufen. Also ich weiß, irgendwo in der Nähe ist eine Stadt an irgendeiner Straße. Das war das erste Mal, wo ich dann die ersten beiden Folgen weggeschmissen hatte, weil ich hatte am Ende des zweiten Tages 140 Zombies auf meiner Liste stehen. Ja, jetzt müssen wir gucken, wenn das jetzt die Scheune ist, die ich gesehen habe, dann brauchen wir gar nicht auch nur ansatzweise dran denken, dorthin zu gehen. Dort habe ich nämlich Hunde gehört. So, das kann weg. Ach Gott, mach das weg. So, den können wir draufschmeißen. Ach, Kinas, jetzt nicht noch mit solchen Bugs. Wenn ich mal hier kämpfen muss, dann, und es kommt so ein Bug dazu, dann kriege ich hier mal echt, wo ist jetzt der? Ach, ist er halt weg, interessiert mich nicht. Ich habe hier doch eben noch so ein, da ist es. Dann gibt es halt kein Hütchen, das ist mir egal. So, Shotgun Receiver. Jetzt müssen wir ganz schnell die Ecke finden, damit wir was aufstellen. Was ist das denn jetzt? Super. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch, Leute? Was? Was passiert hier? So, jetzt geht's wieder. Okay, dann, das heißt, die Klippe ist nicht weit weg. Ich werde auch erst zur Klippe hingehen. Ach, verdammt.
Dieses Haus, das werden wir dann später mal looten. Aber jetzt werden wir uns tatsächlich dann erstmal zur Klippe begeben. Jawohl. Wenn jetzt die Klippe nicht weit weg ist, dann... Ja, leck mir an der Fürst. Dann sollte ich das jetzt aber auf jeden Fall hier wegmachen. So. Um euch kümmere ich mich später. Die Klippe, die müsste dann dort irgendwo sein. Oh, das ist... Wie viele Zombies sind hier? Noch ein Harry. Sehr gut, den nehmen wir auch mit. Ach du Schande. Das sollten wir vielleicht drehen. Dann stinkt man nicht ganz so heftig. Ja, aber der Harry, der ist mir wichtiger, Kollege. Als du jemals sein wirst. Da ist die Klippe. Und wenn ihr die gesehen habt, dann wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, da gehe ich auf jeden Fall jetzt wieder hin und warum ich es gesucht habe. Ganz einfach aus dem Grund, weil es einfach eine wunderschöne Ecke ist. Ne, den brauchen wir nicht. Das können wir auch wegmachen. Können wir auch nicht brauchen. Dann kloppen wir jetzt hier mal einmal die Zombies weg. Und dann werden wir uns direkt um Absicherung kümmern. So. Jetzt muss ich mich einmal umschauen. Okay, das sieht jetzt schon mal... Das ist hier nämlich auch echt eine schwierige Ecke, irgendwo herzulaufen. Das habe ich eben... Da ist ein Nest. Ich will das Nest. Ja. Genau das meine ich hier nämlich. Ich höre ein links neben mir und das ist nicht gut. Ich höre auch ein rechts neben mir und das ist auch nicht gut. Ich habe mich vertan. Das waren wohl die hier vorne gewesen. Was ich auch festgestellt habe, es spawnen fast ausschließlich die schnellen Zombies. Aber wirklich fast ausschließlich. Und das macht das Leben natürlich auch nicht einfacher. Ach, guckt euch das an. So. Das ist nämlich jetzt das große Problem. Die spawnen einfach. Das ist völlig egal, ob es hier eine Heatmap gibt oder in China fällt unser Kreis um. Und ja, dann habt ihr halt euer Problem. Die holen nämlich auch Horden. Da habe ich schon wieder rechts vor mir eine. Ja, und vor mir, die habe ich auch schon gesehen. Ich kann nur hoffen, dass ich sie schnell genug alle wegkriege. So. Ja, das ist eine Schwester, das ist gut, das ist... Da hinten kommen schon wieder zwei Stück. So. Ich brauche ganz dringend eine Kiste, wo ich mein Kram reinmachen kann. Schwester, du wirst immer gelootet, da kann kommen, was will. Und, also ihr seht selbst, auf dieser Spawning-Rate ist das schon enorm viel. Da hinten sehe ich einmal Sonja und einmal Bob. Ach, komm her. Ach, zwei Stück natürlich. Wollt ihr mich denn veräppeln? Komm. Schön im Takt. Du, lass das mal ganz schnell, Kollege. Dann kriegst du halt zwei mit. Für die haben wir auch noch keinen Namen. Nee, komm. Sonja, lass mich in Ruhe, komm. Lass mich einfach in Ruhe und lauf nicht im Kreis um mich rum. Ich weiß, dich habe ich gehört, Kollege. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Das Nest, das nehmen wir mit. Ein Eichen, das ist auch gut. Da unten haben wir eine Schwester. War das denn nicht hier gewesen? Jetzt muss ich echt mal schauen. Doch, das war hier gewesen. So. Und hier oben hatte ich mich dann eingemümmelt, aber ich werde zusehen, dass ich möglichst schnell hier unten was zukriege und dass wir uns hier drinnen unser Häuschen bauen. Ja, mittlerweile kommt man auch wieder schneller nach unten und schneller nach oben, das ist sehr gut. Aber jetzt auch tatsächlich erstmal wieder einfach nur noch, was ist das denn hier? Man springt unter Wasser, wo man eigentlich schwimmen muss. Bob? Dich mache ich noch weg. Und dann sprinte ich mal kurz nach oben. Also die Heatmap, die könnt ihr von ausgehen, die ist völlig egal momentan. Macht, was ihr machen wollt, kümmert euch nicht. Ihr seid so oder so in den Hintern gekniffen. Weil die so oder so spawnen, wie sie wollen. Auch die Spiders. Das hat mit eurer Heatmap absolut null zu tun.
So, mach du dich auch da weg. Eigentlich sollten wir gucken, dass wir hier irgendwie einen Weg nach oben kriegen. Aber, wartet mal. Nee, wir machen das anders. Wir stellen uns jetzt hier erstmal... Oh, nicht schlecht, ja. Genau. Wir machen uns jetzt hier erstmal den Schlafsack hin. Und wie ich sehe, sind wir schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Und dieses Mal, ja, haben wir zumindest... Ich höre schon wieder Zombies. Haben wir es zumindest bis hierhin geschafft. Und wir stellen uns jetzt noch hier eine Kiste auf und dann sagen wir erstmal Goodbye. Bis zur nächsten Folge. Ich höre schon wieder Zombies da oben. Kriege ich dich weg? Ja. Wenigstens etwas. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge bei Our Nacho in... Ach, wie soll ich das momentan nennen? Du stirbst auf jeden Fall. Ja. Das wäre vielleicht ein passender Name momentan, weil alles andere... Zumindest wenn ihr auf Survivalist spielen wollt. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Kann ich den da oben? Der hält super. Da ist er relativ zombiesicher. Jetzt packen wir uns erstmal unseren ganzen Kram, den wir nicht unbedingt und sofort brauchen, hier rein. Dann können wir Holz sammeln. Und ja. Ach so. Auf jeden Fall das Fleisch auch hier rein. Solange wir das jetzt nicht futtern. Das lassen wir mal drin. Dann stinken wir. Nämlich nicht so, wenn wir das Fleisch an der Seite haben. Die ganzen Waffenteile hier rein. Ja, und die brauche ich auf jeden Fall. Wo habe ich die Steine? Die brauche ich auch. Und die Stickies auch. So, ja, die können wir gleich direkt auffuttern. Ja, und in der nächsten Folge werden wir zusehen. Wir werden das Haus einmal looten. Und vielleicht haben wir schon Glück und wir finden da einen Kochtopf. Das wäre ja schon mal gut. Dann können wir nämlich auch was mit den Gläsern anfangen. Und ja, ansonsten wünscht uns Glück. Wünscht uns Glück, Leute. Das werden wir brauchen. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir werden es brauchen. Na, ich stelle hier nochmal kurz einen Campfire mit hin. Und dann ist aber wirklich für heute jetzt erstmal Feierabend und wir haben stellen uns dann in der nächsten Folge. So. Und hingestellt und Sticky rein, weil egal wofür, wir brauchen... Nein, ich wollte das so rum machen. Dankeschön. Ja, dann bis dahin, bis zur nächsten Folge und ich hoffe, ihr lasst einen Daumen oben da und seid nicht so böse, dass ich das jetzt hier so hin und her gemacht habe und dass ihr den anderen Quatsch jetzt nicht gesehen habt. Glaubt mir, ich habe mich eigentlich nur geärgert und aufgeregt und das wollt ihr nicht hören. Lassen wir das einfach. Wir wollen Spaß daran haben, das ist das Wichtige und den wollen wir auch behalten. Und wenn das auch bedeutet, wir drehen die Spawnrate ein bisschen runter. Bis dahin, bye bye.